Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog, heute Naturteich Tadeishi. Sollen Sie bis zum Ende anschauen, gerade am Ende, wenn dann Makoto oben auf dem LKW die Koi selektiert hat, wenn er sie schon mal, wenn er die Spreu vom Weizen getrennt hat, wenn dann nur noch die Besten nachher in der Wanne sind, sollten Sie wirklich nicht verpassen, richtig geil. 160 Koi circa kamen nach Tadeishi und von den Blutlinien, die dort eingesetzt wurden, als Jumbo Tosai mit so 35 bis Anfang 40 cm, waren es jeweils die Besten. Also die Kashira Mawari als Jumbo Tosai, Kashira Mawari, Kashira der Kopf, der Chef, die Besten, Mawari die Gruppe, also die Gruppe der Besten. Wir starten das Video. Das erste genau jetzt, geht 3,5 Minuten und zeigt die Jungs den Moment, wo es nicht schon zusammengezogen war. Eins ist schade an den Naturteichen am Schluss, an den drei Nisai-Teichen, Tadeishi, Shinmaida, Kiyonotsu, dass sie am Ende der Ikeage stattfinden, sprich dann, wenn das Wetter eigentlich schon übel ist. Was weiß ich, wie oft ich mir da wirklich den Arsch abgefroren habe. Es war, hat geregnet, es war wie heute, es war Nebel. Es war zum Teil bitterlich kalt. Wenn man nach Kiyonotsu fährt, fährt man irgendwann an einer Temperaturanzeige vorbei, die da in irgendeinem Geschäft hängt. Da hat es manchmal schon 0 Grad, 2 Grad, 4, 5 Grad gehabt. Wenn dann das Wetter irgendwann mal gegen 10, 11 Uhr aufreißt, dann wird es schon wärmer, wenn die Sonne scheint. Aber auch das ist nicht in jedem Jahr so. Also die Jungs haben es frisch, haben es schattig. Und schauen Sie nur mal die Rücken an. Da sieht man schon mal, dass es sich um extrem große Zweijährige handelt. Die Goshki meistens so zwischen 50 und 55 cm, die Showa um die 60 cm, plus minus 2, 3 cm. Ginrin Kohaku so in der Größe ungefähr. Also insgesamt wirklich zweijährige Boliden. Makoto ist am Füllen, die anderen sind am Abfischen. Und gerade Tadeishi, auch ein sehr großer Teich. Da braucht man erstmal ein, zwei Stunden, bis man die Netze zusammengezogen hat, um die Koi dann vernünftig auf kleiner Stelle einzusammeln. Und gucken Sie, was sie da machen, die Jungs. Die setzen sie nicht in Transportkisten um, dass sie auf den LKW kommen, sondern der Teich ist durch den Steinwall, in der Mitte ist er zweigeteilt. Heißt, man setzt sie rüber in den anderen Teil und zieht nachher das Netz nochmal zusammen, sodass man dann alle auf einmal hat. Aber auch hier, jedes Jahr machen sie es anders. Häufig ist man auch hergegangen, dass man den linken Bereich nach vorne gezogen hat, die abgefischt hat, dann Kaffeepause machte und nach der Kaffeepause dann die gleiche Prozedur auf der rechten Seite nochmal wiederholt hat. In diesem Jahr hat man sich für die Vorgehensweise entschieden. Akimoto im Hintergrund, ein seiner Kinshoba, der allerdings nicht mehr da farblich zumindest allerbeste war. Und ich kann immer wieder nur sagen, achten Sie einfach mal nur darauf, wie Akimoto Fische anfasst. Das ist eine eigene Klasse, das hat er im Blut. Das ist unglaublich. Man denkt, die Fische schweben in seiner Hand. Schauen Sie, mit wie viel Aufmerksamkeit er die jetzt schon während des Rübertragens begutachtet. Und jetzt, wie er es ins Wasser unten setzt. Für alle, die es nicht wissen, Akimoto ist der, der jetzt gerade nach links läuft und Kojima vorbeigeht und der jetzt aus dem Netz einen Koi nimmt. Ich habe auch noch nie gesehen, dass ihm irgendein Malheur mit einem Koi in der Hand passiert ist. Das ist einfach absolute Perfektion. So perfekt wie der Ginrin Shiro Utsuri im Vordergrund. Und wenn ich Akimoto lobe, heißt es nicht, dass ich die anderen kritisiere. Aber Akimoto hat so eine ganz eigene Art, auch wie er sich bewegt. Akimoto ist nie hektisch. Der hat einfach Ground Speed, 3 km/h über Null. Aber an seiner Kinshoba-Blutlinie muss er feilen. Da ist jetzt schon der zweite, der qualitativ nicht mehr so lecker aussah. So, wir starten das zweite Video. Da werden jetzt die Koi unten schon mal eine Inspektionsleine gesetzt. Und so den Kuchako an, den Kohaku. Sind recht agil.
für die Temperatur von wahrscheinlich nicht mehr als 8 bis 10 Grad. Und auch hier, wir haben drei nicht metallic farbene Rottöne. Und jeder sieht anders aus. Der Schober gerade war auch eine Wucht. Das hintere Schober ist nur relativ schwer auf den Videos auszumachen. Das Wasser kommt gerade oben vom LKW. Da versucht man möglichst viel Frischwasser runterzuholen. Nicht aus dem Grund, dass die Jungs das besser sehen, sondern um hier die organischen Verbindungen im Wasser, also den Schlamm, etwas zu reduzieren, dass es für die Koi angenehmer wird. Auch ein sehr geiler Ginrin Kohaku, sehr teures Exemplar. Auch wenn er leicht gezeichnet ist für einen normalen Kohaku, wäre er sicherlich nicht der Überflieger. Aber als Ginrin Kohaku, wenn das Ginrin passt, die Farbqualität passt, der Körper passt, dann ist das absolut in Ordnung. Und wir wissen, die Ginrin Kohaku Blutlinie von Konishi geht mittlerweile durch die Decke. So, wir haben das nächste Video. Und jetzt den Kohaku, Ginrin Kohaku hoch, der letzte, der reingesetzt wurde. Unglaublich, das Rot. Wirkliches Magenta-Rot. Der Ginrin Kohaku, der gerade reingesetzt wurde, hat sich am Kopf leider verletzt. Hat ein bisschen Zeichnung eingebüßt. Schauen sich die Körper an. Als ich bei Konishi angefangen habe, waren solche Körper, fand man bei 3- oder 4-jährigen Koi keinesfalls, aber bei 2-jährigen, das ist schon der absolute Wahnsinn. Ist jetzt natürlich nicht nur den Blutlinien geschuldet, da kann man jetzt in 20 Jahren natürlich viel verbessern, aber man kann den Koi nicht neu erfinden, sondern es hat vor allem auch mit der Aufzucht zu tun, Aufzucht vom Tosai bis zum Jumbo Tosai, wir starten das nächste Video, bis zum Jumbo Tosai und danach natürlich weiter vom Jumbo Tosai zum Nissai. Ups, jetzt hat es gerade angehalten. Ja, war eh nur 7-Sekunden Video, wie Makoto die Koi in Empfang nimmt. Wir starten das Video 8489, Ricci. Und sehen Makoto oben, nachdem er schon einige Koi hochgesetzt hat. Ja, man kann den Koi nicht neu erfinden, aber an der Aufzucht hat sie viel getan. Insbesondere von der Geburt bis zum Jumbo Tosai hat man einiges an Zentimetern rausgeholt. Und dann hat man natürlich auch am Management der Naturteiche, wo die Jumbo Tosai dann zum Nissai heranwachsen, gearbeitet. Futterqualität, Futtermenge. Besatzdichte, ein ganz wichtiges Thema. Und das, was wir heute sehen, ist das Ergebnis davon. Und hier haben wir genau die, oder andere? Ne, das sind andere. Ja, hier haben wir Kohaku, Ginrin Kohaku. Ne, das sind die, wo wir gerade unten abgefischt haben. Und schauen sich das an. Das ist schon richtig, richtig mega geil. Der vorne, der Ginrin Kohaku, eventuell männlich, unterscheidet sich krass im Rot. Und man hat auch in den Naturteichen hat man eine Fehlerquote von ca. 10% Männlein, Weiblein. Jetzt dürfen Sie nicht glauben, dass bei den Jumbo Tosai immer eine Fehlerquote von 10% da ist, sondern die Koi, die als Jumbo Tosai noch Ayashi sind, wo man es noch nicht genau sagen kann, die setzen die Jungs ganz bewusst dann manchmal mit in die Naturteiche rein, weil diese Tiere, wenn sie von allen anderen, wir starten das nächste Video, wenn sie von allen anderen Kriterien her perfekt sind, dann sind es später die kommenden männlichen Elterntiere. Und man braucht ja für die Zucht sowohl Männlein als auch Weiblein. Und erst nur sehr, sehr wenige der männlichen Koi gehen dann später in den Verkauf, sondern die biegen eigentlich alle dann in die Richtung potenzielles zukünftiges Elterntier ab.
Aber auch hier sei gesagt, bei der Anzahl von weit über 1000 Elterntieren, männlich und weiblich, bei Konishi ist die Chance wahrscheinlich bei deutlich kleiner 5%. Wir starten das nächste Video. Bei deutlich kleiner 5%, dass ein entsprechender Koi mit dem Potenzial, Elterntier zu sein, auch später tatsächlich Elterntier wird. So. Das war jetzt ein langes Intro für die nächsten 5, 6, 7, 8 Koi. Der Schober ist ein bisschen kollabiert. Als erstes versorgt worden. Und hier haben wir jetzt die Shoba, Ginrin Shoba und das, was als Nebenprodukten wie die Ginrin Shiro Tsuri daraus hervorgeht. Und als ich die Bilder bekommen habe, die besprechen wir natürlich auch noch von Tadeishi Shinmaida, da habe ich wirklich gedacht, ich sehe nicht recht. Das ist schon jedes Jahr nochmal besser, aber Makoto hat es ja schon angedeutet und wir haben es ja auch in den Jumbo Tosai gesehen, die wir letztes Jahr bekommen haben, dass die Showa, Ginrin Showa Zucht, dass die herausragend war. Und schauen Sie den rechts, der hat konditionell ist ein bisschen angeschlagen, der zweite von rechts. Der ist Uritakunai, noch nicht zu verkaufen, wie sich da, wie bei einem perfekten Goshki, das Rot und das Schwarz die Fläche auf dem Rot, auf dem Weiß teilen, aber nicht überlappen. Und da will Makoto natürlich wissen, wie entwickelt er sich in den nächsten Jahren. Deshalb erstmal kein Verkauf. Und die Koi, also Tadeishi hatte ein bisschen Konditionsschwierigkeiten in den letzten Wochen vor dem Abfischen. Und die Koi haben 2 Wochen gebraucht im Glashaus. Und danach waren sie dann picobello und wieder bei alter Kondition. Aber das ist halt die sogenannte Black Box Naturteich, wo man nie so wirklich sagen kann, was passiert, was bekommt man. Hier der Ginrin Kohaku in der Mitte jetzt. Der hat ein Geschenk aus dem Naturteich bekommen, ganz viel Nibani, bisschen in den Flossen, unten am Bauch. Hat man zuerst gedacht, Männlein, war aber dann doch Weiblein. Und hätte er das nicht bekommen, dann wäre das sicherlich viele, viele, viele 10.000 Euro teuer. Aber das hat ihn natürlich einen Preis etwas eingebremst. Ja, und wenn man mir vor 20 Jahren oder noch vor 10 Jahren gesagt hätte, dass Konishi mal die Qualität an Kohaku, an Ginrin Kohaku in der Stückzahl vor allem produziert, gute Gosanke hatten wir immer, halt sehr viel weniger, dann hätte ich gesagt, wow, und hätte es vielleicht nicht geglaubt, aber die Jungs haben wirklich in der Zucht, in der Aufzucht, in der Auswahl der Elterntiere, in der Entwicklung der Blutlinien einen hervorragenden Job gemacht. Wir starten das nächste Video. Da haben wir jetzt Metallic, die Kinshoba, hier ein Asahi. Und die Highlights in der Wanne sind sicherlich die Kutschaku. Schauen Sie sich die Körper an. Aber auch die Kinshoba, das sind ja, um Gottes Willen, keine schlechten Körper. Der oberste davon, wo jetzt nach unten schwimmt, richtig genial. Schauen Sie sich den metallicfarbenen Glanz an, von allen Metallics hier. Auch da hat sich bei der Kutschaku-Blutlinie bei Makoto richtig was getan, seit er das Ruder der Zucht in der Hand hat. Auch die Mamme, der Kutschaku-Han, die Kutschaku-Beschuppung, richtig gut. Wir starten das nächste Video. Und haben auch nochmal Metallics. Und einfach mal drüber schauen. Ist jetzt natürlich noch nicht selektiert. Das schwimmt noch sehr gut. Neben normal. Und auch bei den Kutschaku sei noch mal gesagt, der eine, der Beni Kutschaku, der jetzt ganz recht ist, der hat sicherlich einen momentan schlechteren Körper. Das heißt aber nicht, dass der Körper
schlechter ist, wenn wir ihn in 5 Jahren betrachten, habe ich hier ein Malheur, sondern man muss immer die Körperform, die Typ-Körperform, weil aus einer Blutlinie kommt nicht nur ein Typ sehr gute Körperform hervor, sondern es gibt viele verschiedene Typen Körperformen. Die einen wachsen am Anfang brutal schnell, später etwas langsamer. Und dann gibt es die, die gleichmäßig über viele Jahre wachsen. Es gibt welche, die machen schon im Alter von 2 Jahren Body. Andere fangen erst an mit 70, 75 Zentimeter Body zu machen. Und das ist halt die Aufgabe des Züchters, das von Koi zu Koi entsprechend immer einzuschätzen. Wir starten das nächste Video so, dass es nachher passt. So, jetzt haben wir wieder eine nicht metallikfarbene Inspektionswanne mit Showa. Schauen Sie mal das Rot der Showa an. Absoluter Clou. Und wenn ich mir so manche Koi anschaue, das ist schon vielleicht nicht, wenn man es jetzt mit reinen Gosanke-Züchter, reine Showa-Züchter vergleicht. Die haben natürlich nochmal eine ganz andere Anzahl an Tieren und wer nochmal eine ganz andere Anzahl hat, hat auch mehr ganz außergewöhnliche Tiere. Aber für jemand wie Makoto und Akimoto, die 2 Linien Showa züchten, ist das schon absolut spitzenmäßig. Und kann man eigentlich schon fast nicht mehr sagen, dass das Beiwerk ist. Wir starten das nächste Video und da sehen wir die Showas. Ginrin-Showa vor allem auch. Wahnsinn. Den Showa, den Makoto jetzt raushebt. Zeichnung top. Körperform top. Farbqualität super. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, so ein Koi-Leben ist lang. Die Wendung manchmal unerwartet. Heißt, das, was heute top ist, kann übermorgen wieder 2 Stufen hinten sein. Das, was heute vielleicht noch nicht so der Knaller ist, kann 2 Jahre später der absolute Wahnsinn sein. Den Makoto gerade in der Hand hat, heute noch unscheinbar und vor allem konditionell angeschlagen. Aber das hat nichts zu sagen. Schauen Sie den Tanjo an, schauen Sie die Kohakus an. Ein Deutz-Kohaku, auch da richtig stark geworden. Und wenn es Makoto jetzt noch schafft, aus den Deutz-Kohaku Deutz-Showa rauszuzüchten, und das ist auch sein Plan. Das weiß ich, weil ich ihn schon viele Jahre bitte, Deutz-Showa zu züchten. Aber er sagt, die vorhandenen Deutz-Showa-Blutlinien werden ihm nicht groß genug. Er möchte, wir starten das nächste Video, er möchte Deutz-Showa, die dann später auch über 80 gehen und einen geilen Body haben. Und darum macht er etwas langsamer, produziert erstmal Elterntiere, potenzielle Elterntiere und züchtet die dann nachher über einen ganz neuen Weg. Auch hier wieder schauen sich die Gosanke an, die Zeichnung, die Farbqualität, die Körper, das Weiß. Das ist einfach absolutely genius. So, wir starten das nächste Video. Und jetzt kommen die Goschki. Auch hier richtig, richtig brutal. Noch ein Deutz-Goschki und noch ein Deutz-Kohaku drin, oder könnte, ne, ist auch ein Deutz-Goschki oder Kohaku. Das kann man jetzt nicht sagen, ob bei dem oberen das Dunkle auf der Haut Schmutz oder Farbe ist, aber schauen Sie den unteren, den Maruden-Goschki an, Hammer, den links den Goschki, Hammer. Also ich war wirklich sprachlos, als ich die Videos zum ersten Mal durchgeguckt habe. Der Goschki unten, was weiß ich noch, vor 15 Jahren habe ich Konishi gebeten, vielmehr den damaligen Züchter, mach bitte Goschki. Ah, Goschki ist schwer, das ist echt kompliziert, da gibt es wirklich nur ein paar wenige Spezialisten in Japan, die das können. Dann hat man aber mal das Repertoire an Elterntieren durchgeschaut, was man hatte, und dann hat man irgendwann angefangen. Man hat die Goschki dann auch immer wieder mit Kohaku gekreuzt, um darüber einfach zu verhindern, dass sie alle dunkel werden. Und man hatte auch mal versucht, den Shiro-Goschki zu züchten, also den weißen Goschki, der nur ganz wenig Indigo-Blau auf weißer Haut hat. Das war ein Fehlversuch. Aber bei dem normalen Goschki hat man es in 10 Jahren, wir haben es in meinem Modern Koi-Magazin vorgestellt,
hat man es in 10 Jahren wirklich geschafft, da ein richtig geiles Ergebnis hinzubekommen. Unten der Ginring Kohaku, wo es sich gestoßen hat, verletzt hat, da sind Algen auf der Kopfhaut gewachsen. Und das kann ich Ihnen als medizinischen Tipp mit auf den Weg geben, wenn Sie das hier haben. Wir starten das nächste Video. Wenn Sie das hier haben, dass ich einen Kohaku, nicht Kohaku, einen Koi mit roter Farbe am Kopf oder überhaupt nicht rote Farbe, die spielt ja keine Rolle. Wenn er sich am Kopf verletzt und auf der Schädelplatte dann Algen wachsen, dann wird, solange dort Algen sind, sich das Gewebe nie schließen. Also das müssen Sie immer wieder irgendwie reinigen von den Algen. Und wenn Sie das eine Weile machen, dann wird sich die Kopfhaut wieder schließen. Auch die Kopfhaut bei Koi, das Besondere ist, dass sie wirklich narbenfrei verheilt. Also wenn das auch erst nach 2 Jahren zuwachsen sollte, dann würde man das dann nicht mehr sehen. Der Kuchaku links unten mit der 1, 2, 3, vierfach abgestuften Zeichnung, nicht ganz unten, sondern eins weiter drüben, ist einer der wertvollsten Koi aus Tadeishi. Zusammen mit einigen Showa liegt er in der obersten Preisklasse, was Kunishi für zweijährige Koi aufruft. Jetzt haben wir noch das letzte Video, die 8510. Geht noch mal eine Minute. Das war gerade ein Goschki. Unten werden die Netze schon versorgt, zusammen gemacht. Akimoto und Makoto teilen sich die Arbeit. Auch ein geiler Goschki gerade. So, Deutz Kohaku und Goschki. Also auch die Deutz Kohaku innerhalb von 2 Jahren völlig, völlig durch die Decke gegangen. Einfach anschauen und genießen. Und für alle, die heute noch nicht genug genossen haben, also ich meine, genossen von genießen, nicht von niesen, die können sich morgen den Block mit Shin Maeda anschauen. Und auch Shin Maeda wird geniale Koi hervorbringen. Vielen Dank, wenn Sie das Video bis zu Ende geschaut haben. Machen Sie es gut und ja. War geil, ich hab's genossen.